Lasst uns mal ein kurzes Update machen über die Gewitter- und mögliche Unwetterfront im Nordwesten. Dazu habe ich ein Bild rausgekramt aus Vereinfachungsgründen aus dem Jahr 2021, wo ja eine Unwetterfront nach der anderen durchgezogen war. Und so sieht es dann aus und hierhinter verbirgt sich dann der Sturm. Grüße Sie und grüße euch. Kurz eines vorweg. Wenn wir über Windspitzen sprechen oder was ich auch heute Morgen im Video genannt habe, dann ist das keine Panikmache, sondern es sind Berechnungen der Modelle. Völlig wurscht, in welchen Farben die dargestellt sind. Und die Modelle berechnen mögliche Windgeschwindigkeiten an diesen Schauer- und Gewitterzellen. Das ist nicht so, dass wir Ewigkeiten diesen Wind haben, sondern eine Böe reicht. Wenn wir zum Beispiel eine Böe haben von 150 km pro Stunde, die durch Downbursts oder diese Gewitterwucht irgendwo langzieht, dann stürzen Bäume zack wie Streichhölzer um. Und dann ist das Ganze schon wieder vorbei. Dann ist es zwar windig, aber die Böe ist durch. Und das ist das Gefährliche an dieser Front. Und ich habe mal versucht, die so ein bisschen zeitlich nach den Modellen einzuordnen. Jetzt um 16 Uhr liegt die im äußersten Westen Deutschlands, kriegt in NRW so einen Knick, vor allen Dingen nördlich des Sauerlandes, über das Ruhrgebiet nach Osten, zieht sich dann durch die Niederlande um 18 Uhr vom Emsland über das Sauerland dann runter bis die Gebiete zwischen Schwarzwald und Alb, um 20 Uhr von der deutschen Bucht runter dann bis Richtung Taubertal und um 22 Uhr Schleswig-Holstein, Hamburg bis ins Thüringer Becken rein. Hier ist Pi mal Daumen, halbe Stunde plus minus, die Front ungefähr dann da. Jetzt wollte ich nicht die Windspitzen dazu schreiben, aber die Farben sprechen ja für sich. In den Gebieten gibt es kräftigere Schauer- und Gewitterböen, auch mal Sturmböen. Da können mal Äste abbrechen, im Extremfall sogar einen Baum umstürzen, was immer passieren kann bei solchen Gewitterfronten. Aber die größte Wucht haben wir in diesen pinken Gebieten. Da drohen schwere Sturm-, wenn nicht sogar Orkanböen von rund 120 km pro Stunde. Und wenn wir das noch mal ein bisschen eingrenzen wollen, gibt es dann noch ein gefährlicheres Gebiet. Das reicht etwa vom Niederrhein durchs Ruhrgebiet, das Münsterland bis rauf ins westliche Niedersachsen und in den äußersten Südwesten, später von Schleswig-Holstein. Also ganz, ganz knapp hierhin, auf jeden Fall zur deutschen Bucht und auch auf die Inseln. Da ist diese Gewitterfront nach den Modellen am heftigsten. Natürlich kann es sein, dass es irgendwo hier auch punktuell mal so ein Ding gibt. Aber es geht um die Wahrscheinlichkeiten, dass es hier am schlimmsten werden kann. Logischerweise halten wir uns jetzt nicht in Wäldern auf. Wir halten uns nicht unter Alleen auf. Wir machen alle Schotten dicht. Kein Durchzug in den Wohnungen und die Kinder logischerweise auch reinholen. Es muss ja nicht unbedingt mit einem Baum umstürzen. Es kann auch mal ein Trampolin wegfliegen, ist auch schon passiert, oder was anderes umherfliegen. Das ist kurz und heftig. Und wenn es durchgezogen ist, dann ist auch wieder gut. Aber das ist eben in den nächsten Stunden hier diese Abstufung. Das ist die eine Erscheinung des Gewitters und der Unwetterfront. Und die andere, das ist der Niederschlag. Den habe ich auch mal versucht einzugrenzen. In den Gebieten, da kommt es mal zu stärkeren Platzregenfällen, wo mal 20, 30 Liter runterkommen können. Das ist jetzt noch nicht so wild. In den Gebieten passiert deutlich mehr und in denen am meisten, wo auch mal über 50 Liter Regen auf den Quadratmeter runterkommen können. Das heißt nicht, dass es jeden betrifft. Immer wieder der Zusatz. Es kann in einem Ort die Welt untergehen. Da gibt es Orkanböen, da gibt es Hagel, da gibt es eine Sintflut und 10 Kilometer weiter passiert gar nichts. Da gibt es ein paar Windböen, 3, 4 Regentropfen. Dann heißt es immer, ja, es sollte doch ein Gewitter kommen. Gewitter und diese Erscheinungen sind meistens punktuell, wobei das eine etwas größere Front ist. Aber da passiert eben wassertechnisch am meisten. Bis 20 Uhr ist dieses Gebiet hier laut Modell betroffen. Und dann danach, das habe ich jetzt in der Überschrift vergessen, bis 2 Uhr in der Nacht zieht das weiter nach Nordosten rein. Soweit das. Wir werden uns wahrscheinlich heute Abend noch mal sehen mit der nächsten Unwetterfront, die dann am Dienstag über uns hinwegziehen soll und mit der weiteren Entwicklung. Ich bekomme ja lauter Zuschriften, wann fällt denn endlich mal Regen? Ich werde darauf dann noch eingehen. Und Regen, gerade als ich ins Studio aufbrechen wollte, erschien am Computer unten die Nachricht. Da hat die Daniela dieses Bild reingeschickt vom Niederrhein. Da gibt es einen Feld- und Wiesenbrand. Die Feuerwehren sind wohl jetzt da auf dem Weg dorthin. Das ist ein Naturschutzgebiet, kommen da schlecht hin. Mal schauen, wer schneller ist. Die Gewitterfront oder die Feuerwehr. Noch wird es die Feuerwehr sein. Später macht das die Natur. Bis später.